Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Weihnachten steht vor der Tür und Sie alle freuen sich jetzt auf die ruhige Zeit zwischen den Jahren und die Feier im Familien- oder Freundeskreis. Am Heiligen Abend haben wir Zeit für uns. Wir haben Zeit für die wahren Werte des Lebens. Die Zeit steht quasi still. Keine großen Entscheidungen in Politik oder Wirtschaft werden gefällt. Keine großen Events stehen irgendwo angesetzt. Wir können in aller Ruhe mit unseren Nächsten feiern. Wir können das vergangene Jahr Revue passieren lassen und uns fragen, wo wir stehen. In unserem privaten wie auch im beruflichen Leben. Eine Zeit mit einer ganz besonderen Bedeutung und mit sehr viel bewegenden Gefühlen in unseren Herzen. Wir werden auch diese Zeit anders begehen als in den vergangenen Jahren. Aber wir werden Weihnachten und den Jahreswechsel selbstverständlich feiern. Gerade die Weihnachtsbotschaft enthält so viel Hoffnung und Zuversicht. Ich hoffe und ich bin persönlich sehr zuversichtlich, dass wir auch das kommende Jahr gemeinsam meistern werden und dass wir Schritt um Schritt in die Zeit zurückkehren, die wir vor Corona kannten. Wenn diese Pandemie überhaupt etwas Gutes in sich trägt, dann ist es das oftmals gewachsene Bewusstsein, wie lieb und teuer uns viele Dinge geworden sind, die wir oft als nur zu selbstverständlich hingenommen haben. Dankbarkeit und ein wenig Demut mögen uns begleiten. Entgegen meinen Hoffnungen prägte Corona auch das Jahr 2021. Das Virus bestimmte unseren Alltag auf vielfältigste Art und Weise. Lockdown, Ausgangssperren, Zugangsbegrenzungen und vor allem Abstand, Abstand, Abstand. Rückblickend auf die vergangenen Monate gibt es aber vor allem viel Positives aus Arkheim. Beeindruckend war für mich vor allem der enorme Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft. Viele haben mit angefasst, ungefragt, unbezahlt und so ihren Beitrag geleistet, dass Menschen weniger einsam waren, dass Angehörige entlastet wurden und wir alle gefühlt etwas Sonne in den tristen Pandemiealltag bekamen. Den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen aktiven Helferinnen und Helfern danke ich von Herzen für ihren Einsatz. Mein Dank gilt auch Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dafür, dass Sie sich über so einen langen Zeitraum umsichtig und verantwortungsbewusst verhalten haben. Entgegen meinen Befürchtungen sind wir als Kommune insgesamt wirtschaftlich gut durch die letzten Monate gekommen. So konnten wir einige für Arkheim bedeutende Vorhaben wie geplant in Angriff nehmen. So ziehe ich für das Jahr 2021 eine zufriedenstellende Bilanz. Eine Bilanz, die zuversichtlich stimmt für die vor uns liegenden Aufgaben. Ich bin davon überzeugt, dass wir 2022 wieder weitgehend zur Normalität zurückkehren werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist meiner Meinung nach, was wir dann aus der Zeit nach der Pandemie machen, was wir daraus lernen und mit welcher persönlichen Einstellung wir weitermachen. Die Pandemie hat uns eindrücklich vor Augen geführt, was wirklich wichtig ist im Leben. Familie, Freunde, Gesundheit. Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die daran mitgearbeitet haben, unseren Heimatort, unser Markt Arkheim lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten. Mein Dank gilt besonders Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die sich auf karitativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in Kirchen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Initiativen beruflich oder ehrenamtlich engagiert haben. Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern des Marktgemeinderates, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung und dem Bauhof, sowie dem Kindergartenpersonal, den Lehrkräften in unseren Schulen, sowie den Teams von Rettungsdiensten in Arztpraxen und Kliniken, sowie den Altenheimen, bei Feuerwehren und Polizei herzlich für das engagierte Arbeiten und ihren hohen Einsatz. Sie alle sind zum Wohle unserer Gemeinschaft aktiv, tagtäglich. Ihnen gebührt unser aller Respekt. Lassen Sie uns
alle im kommenden Jahr zusammenstehen und die bevorstehenden Herausforderungen wie in der Vergangenheit auch gemeinsam und demokratisch meistern. Unsere Gesellschaft lebt von der Vielfältigkeit der Menschen und der Ideen in ihr. Und mindestens genauso vielfältig sind die Wünsche und Forderungen an die Politik in unserer Heimatgemeinde. Umso wichtiger ist es zu verstehen und vor allem zu akzeptieren, dass Demokratie nicht immer gleichzusetzen ist mit einer Einigkeit in allen Punkten. Demokratie bedeutet nicht Fehlerlosigkeit. Sie kann gerade bei knappen Mehrheiten schmerzhaft sein. Doch Demokratie bringt auch Zusammenhalt. Sie erlaubt die respektvolle und offene Diskussion und, noch viel bedeutsamer, für jedermann die freie Entscheidung. Und es ist gut, dass wir eine Mehrheit brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Denn nicht nur so richtet jeder den Blick nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Interessen der Gemeinschaft. Ich persönlich bin sehr dankbar darüber, dass so viele Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen 12 Monaten das Gespräch mit mir und unseren demokratischen Vertretungen gesucht haben, um ihre Meinungen, Anregungen oder auch ihre Kritik zu äußern. Sie alle tragen dazu bei, dass Arkheim ein Ort der Gemeinschaft bleibt. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr. Und vor allem bleiben oder werden Sie gesund und seien Sie zuversichtlich. Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Begegnungen mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Herzlichst, Ihr erster Bürgermeister Christian Seeberger.